Und da sind wir wieder. Hab ja nur einen kurzen Cut gemacht, dass wenn ich speichere, ich keine Spielstände verliere und so. Ich laufe jetzt einfach hinaus. Ganz hinaus. Ich weiß genau, was jetzt kommt. Wir müssen noch garantiert wieder dieses schwarze Viech, was da. Och, lass mich doch in Ruhe. Hoch, hoch! Mann! In dem Wald dieses schwarze Viech da gleich wieder killen, so wie ich unser Glück kenne. So. Sollte ich da vielleicht nicht lang? Oh. Robine! Robine! Keine Robine! Robine! Noch mehr Robine! Ganz viele Robine! So, ich muss irgendwo hin, wo ich, ja, so ein Portal habe. So ein Portalgedöns. Quatsch, nicht Portalgedöns, sondern hier, ey, ernsthaft? Ah. Na, ihr wisst, was ich meine. So ein Ding zum Abheben. So ein Fluggedöns. Da haben wir ja heute auch noch keinen gefunden. Ein Herz. Herzen brauche ich aber eigentlich gerade gar nicht. Ach, weil ich gerade so lustig bin. Weg mit den Viechern. Nein! Scheiße, ich dachte, ich schaff's rüber. Ich hab geglaubt, ich schaff's rüber. Huh. Komme ich denn da lang? Na, ich komme nur von da darüber. Bin noch nicht nah genug dran. Sie schwebt doch nur. Komm ich nirgends ran mit. Ach, bin ich blöd. Man könnte. Alternativ könnte man auch einfach da langlaufen. Geht weg. So. Ins Wolkenmeer. Ich denke mal, ich werde mal gucken. Erstmal nach Heim. Nach Heim. Link nach Haus telefonieren. Nein, ich werde mal gucken, dass wir unsere Vorräte auffüllen. Kann nicht schaden. Hoch hinauf. Zur Sonne hinauf. Juhu! Freiflug!
dass ich meine Motion Plus Adapter verschlammt habe, hatte ich erzählt. Ich habe mir jetzt extra einen Controller von einem Freund geliehen. In der Hoffnung, dass ich dann wenigstens aufnehmen kann. Funktioniert auch. Er hat nämlich den originalen, limitierten Zelda Wii Motion inklusive Wii Motion Plus. Hier bin ich aber falsch. Da wollte ich doch gar nicht hin. Och. Na gut. Muss ich halt doch laufen. So, haben wir was? Nein, das will ich nicht. Haben wir was zum Upgraden? Ja, mir geht's super. Ich möchte mal gucken, ob ich Items verbessern kann. Da fehlen mir die, okay. Da fehlt mir die. Da fehlt auch was. Da fehlt auch was. Da fehlt auch was. Dann habe ich alle durch. Na gut, dann reparier mir nur mein Schild. Dann sei so gut und repariere nur mein Schild. Ich habe ja gerade nur... Ja, das dran. Ja. Für 10 Rubine, kein Thema. So, ich bin fertig. Hier ist das... das gehört dir. Sehr geil. So. Hey, Freundchen, du hast kein Schild mehr, das ich reparieren könnte. Oh Gott, warum gern ich denn jetzt? Wahrscheinlich, weil ich Hunger habe. Ich habe nämlich noch nicht gefrühstückt. Und nein, ich bin nicht arbeitslos, ich habe Urlaub. Ich habe meinen Job noch. So, was nehmen wir denn? Ja, Herztrank. Genau, den möchte ich auch haben dann. Her damit. Ich denke mal, 2 Flaschen davon sind ausreichend. Da. So. 2 Flaschen sind okay. Ob wir die vielleicht gleich noch verbessern können. Da bin ich mir jetzt nämlich gerade gar nicht so sicher. Aber dann heilen die mehr. Ja, verfeinern wäre jetzt echt nicht schlecht. Der wäre echt cool. Habe ich... Ach, die Schmetterlinge fehlen. Naja gut, dann eben nicht. Kann ich nicht ändern. So. Naja gut, aber wir haben immerhin mal ein bisschen was. So, jetzt treibe ich mir hier noch irgendwo ein Herz auf und dann können wir los. Das sollte jetzt eigentlich nicht so kompliziert sein. Hier ein Herz zu finden. Ab. Habe ich gar nicht mehr gebraucht, okay. Da ist eine Vase, da sind mehr Vasen. Oh. Das ist eine Heuschrecke. Und wir nähern uns dem Exemplar mit vorsichtigen Schritten. Ja! Yeah. Himmelsanbeterin, ja gut, von mir aus auch das. Habe ich halt 3 jetzt, okay. So. Mein Herz habe ich immer noch nicht. Aber die finde ich bestimmt hier unten. Ach komm! Irgendwo ein Herz auftreiben können. Okay.
Ja, da vorne. Zum Beispiel. Yeah. Okay. Na dann. Hinauf ins Grün. Da wart. Na komm, wir gehen gleich in den Sinkflug. Sturzflug ins Loch hinein. Juhu. So, wo müssen wir eigentlich hin? Ja. Tempel des Siegelhains. Ich glaube, da müssen wir auch hin. Zu diesem Vogelstatue reisen. Ja. Oh. Komm, noch mehr? Noch mehr? Hm. Okay. Oh, ja, dich nehme ich mit. Goldener Schmuckschädel. Wie viele haben wir? Oh, jetzt 5. Na gut. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo es lang geht, aber ich glaube, wir müssen da lang. Sieht so aus, da hatte ich mir einen Punkt gesetzt. Sieht gut aus, ja. Hä? Ich bin in die falsche Richtung gelaufen, stimmt's? Ich glaube ja. Ich gehe nochmal zurück. Moment, da stimmt doch was nicht. Ups. Dass ich aber auch nie den Weg auf Anhieb finde. Nie! Da hinten muss ich lang. Mann. Oh, jetzt sind die auch wieder da. Hey, du hast mir wehgetan. Glaub, du spinnst. Okay. Schmetterlinge haben nicht immer irgendwas zu bedeuten, glaube ich. Hey, der Corona. Guck mal, den kennen wir doch auch noch. Du, hier! Da unten wimmelt es schon wieder von diesen fiesen Kerlen. Kannst du sie mir noch einmal aus dem Weg räumen? Da fällt mir ein, ich habe erst kürzlich ein paar Himmelsfalter hier flattern sehen. Aber leider verstehe ich also gar nichts von Musik. Das hat er mir doch schon mal gesagt, oder? Oh, oh, die... Rhea explodiert gleich, so wie die lädt. Das Schwert. Es trägt die drei Flammen in sich. Gut gemacht, Link. Das Schwert fließt nahezu über vor Kraft. Diese Kraft, die Force. Die heilige Kraft, die die alten Götter dieser Welt hinterlassen haben. Diese Kraft wird in der Hymne der Götter gesungen. Und nun erfüllt sie dich und dein Schwert. Nun denn, Link, öffne das Zeitportal. Diese Kraft, dein Schwert, wurde durch die Force gestärkt. Triff nun das
trifft nun das Zeitportal mit dem Himmelsstrahl und es wird sich öffnen lassen. Stell dich auf die Plattform und lasse die Kraft des Schwertes in das Portal fließen. Go! Oh, brauch ich gar nicht. Oh nein! Bei der Göttin, das Siegel wurde erneut gebrochen. Er ist wieder erwacht. Vielleicht eine Reaktion auf die heilige Kraft von deinem Schwert. Aber wir müssen das Schwert einsetzen, um das Zeitportal zu öffnen. Wir haben keine andere Wahl. Link, du musst die Bestie ein weiteres Mal bannen. Ja, ich weiß. Ha, endlich. Endlich kann ich es ausprobieren. Dagegen kann dieses Viech nicht anstinken. Ha, Quatsch. Quatsch dir ruhig noch ein bisschen. Ich gehe schon mal vor. Alter! Alter!